Hier ist die Folge 337 deines Aquacura Meerwasser im Podcast. Der Pflegemittelmarke für Meerwasseraquarien. Mein Name ist Markus Mahl und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Vorab noch der Hinweis, dass dieser Podcast aufgrund von Namensnennungen Werbung enthält. In diesem Podcast gebe ich alles, was ich so in meinem Alltag als Aquarienbauer und bei der Pflege von Meerwasseraquarien erlebe und täglich noch dazulerne, direkt an dich weiter. Weiterführende Informationen kannst du in meinem Buch bzw. Hörbuch finden. Wenn dich meine Meerwasserpflegemittel, wie zum Beispiel Spurenelemente, Bakterienlösungen, wirksame Mittel gegen Cyanus und so weiter interessieren, findest du den jeweiligen Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht es los. Viele Meerwasseraquarianer greifen inzwischen auf ICP-Analysen zurück. Am Ende einer Analyse erhalten sie dann je nach Anbieter 20 bis 60 verschiedene Messwerte und erhalten dadurch einen guten Überblick über ihre verschiedenen Wasserparameter. Doch das Problem, das jetzt für viele entsteht, ist, dass sie nun eine Menge an Wasserwerten vor sich haben und jetzt nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Denn die meisten Anbieter bieten bei einer Abweichung eines Wasserwerts vom Sollwert als Hilfestellung lediglich einen Standardtextbaustein an, der in vielen Fällen für die meisten Meerwasseraquarianer oft nicht besonders hilfreich ist. Es wird zwar dann oft eine kurzfristige, aber keine langfristige Lösung angeboten, beziehungsweise die Ursache, die für die Abweichung des Wasserwertes verantwortlich ist, nicht beseitigt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Frage, die nach ICP-Analysen immer wieder auftaucht: Was tun, wenn Kupfer und Zink im Leitungswasser erhöht ist? Und das schauen wir uns heute genau an. Beginnen wir erstmals mit dem Kupfer. Bei Kupfer handelt es sich um ein essentielles Spurenelement. Es kommt im Meerwasser in einer Konzentration von 1 bis 2 Mikrogramm vor. Kupfer lässt sich im Gewebe und im Skelett von Korallen nachweisen. Ab einer Konzentration von bereits 10 Mikrogramm pro Liter im Aquarienwasser führt es zu spürbaren Wachstumsproblemen bei Korallen. In höheren Dosen wird Kupfer sogar toxisch und führt zum Absterben von Korallen. Auch Seeigel, Garnelen und Schnecken reagieren äußerst sensibel auf die toxische Wirkung durch zu hohe Kupferkonzentrationen. Ein weiteres Problem, das zu hohe Kupferkonzentrationen im Aquarienwasser auslösen können, ist das Absterben wichtiger für den Schadstoffabbau verantwortlichen Bakterienkulturen. Ist das dann der Fall, treten häufig in Folge rote Schmieralgen auf und überziehen das gesamte Aquarium, dadurch den Wegfall der wichtigen Bakterienkulturen der Gegenspieler fehlt. Doch wie gelangt nun Kupfer in das Leitungswasser bzw. Osmosewasser? Hauptursachen für einen unerwünschten Kupfereintrag sind Hauswasserleitungen aus Kupfer, Magnetventile, die vom Wasser durchströmt werden und so weiter. Aufgrund der eben genannten fatalen Folgen für das gesamte Meerwasseraquarium und dessen Bewohner ist es zwingend anzuraten, das enthaltene Kupfer aus dem Leitungswasser zu entziehen, bevor es für das Aquarium verwendet wird. Bevor wir nun zur Lösung des Problems kommen, schauen wir uns noch kurz das Thema Zink an. Zink ist wie auch Kupfer ein essentielles Spurenelement. Es wird neben anderen wichtigen Prozessen für die Kalzifizierung von Korallen benötigt. Im Meerwasser kommt es in einer Konzentration von 1 bis 2 Mikrogramm pro Liter vor. Messungen haben ergeben, dass das Gewebe von Acropora Steinkorallen etwa 20 Milligramm pro Gramm Zink enthält. Doch wie kommt Zink in das Aquarienwasser? Es kann auf ähnlichen Wegen wie Kupfer über die Hauswasserleitung oder Magnetventile in das Aquarienwasser gelangen. Weitere Möglichkeiten für den Eintrag von Zink können Fischfutter, korrodierende Schrauben und Unterschrankscharniere sein, von denen das Schwitzwasser in das Aquarium tropft. Handelt es sich bei der Zinkquelle tatsächlich nur um das Magnetventil, korrodierende Schrauben und Unterschrankscharniere, so müssen diese lediglich ausgetauscht werden. Doch wie sieht es aus, wenn die Hauswasserleitung der Verursacher ist? Wie immer vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Diese Folge wird von Aquacura, der Profi-Pflegemittelmarke für Meerwasser-Aquarium-Pflegemittel, präsentiert. Aquacura-Pflegemittel erhältst du ausschließlich in meinem Online-Shop. Schau einfach mal vorbei unter www.aquacura.de. Dort findest du alle wichtigen Pflegemittel für die erfolgreiche Pflege deines Meerwasser-Aquariums. Mach es genauso wie inzwischen sehr viele der Podcast-Hörer und benutze auch du die gleichen Pflegeprodukte wie wir bei unseren Aquarienwartungen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Kommen wir nun zur Lösung, wie du schnell und einfach Kupfer und Zink aus dem Leitungswasser entfernst, sodass du es bedenkenlos für dein Meerwasseraquarium verwenden kannst. Die simple Lösung ist die Installation einer Umkehrosmoseanlage in Verbindung mit einem ausreichend großen Mischbettharzfilter. Das bedeutet, im ersten Schritt wird das Leitungswasser durch die Osmose geschickt. Das dabei entstehende Reinstwasser wird dann im Anschluss direkt durch einen Mischbettharzfilter geleitet. Der Hintergrund hierfür ist, dass Osmoseanlagen häufig diese Stoffe nicht komplett aus dem Leitungswasser entziehen und bei großen Belastungen immer noch eine ausreichend große Menge an Kupfer und Zink in das Reinstwasser der Osmose gelangt. In dem nachgeschalteten Mischbettharzfilter
werden dann die restlichen vorhandenen schädlichen Stoffe rückstandslos entfernt. Damit das in ausreichender Form stattfinden kann, muss der Mischbetharzfilter, wie bereits erwähnt, eine vernünftige Größe haben. Mischbetharzfilter mit einem Volumen von 1 Liter und kleiner sind sehr schnell erschöpft und können nur geringe Mengen an Schadstoffen aufnehmen, weshalb wir immer mindestens auf einen 5-Liter Mischbetharzfilter zurückgreifen. Bei größeren Meerwasserbecken schalten wir sogar mehrere Mischbetharzfilter in Reihe. Damit diese Filter gut arbeiten können, muss das enthaltene Mischbetharz in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Viele Meerwasser-Aquarianer verzichten leider aus Kostengründen auf einen regelmäßigen Austausch. Da stellt sich für mich dann die Frage, für was ich dann überhaupt einen solchen Filter einsetze, wenn ich ihn nicht vollumfänglich nutze. Denn ein Filter kann nur so gut arbeiten, wie sein Filtermaterial ist. Dasselbe gilt natürlich für die Membrane, den Sedimentenfilter und Aktivkohlefilter der Osmose. Auch hier wird oft der fällige Austausch nach hinten gezogen und am falschen Ende gespart. Und wenn man es erst von der Kostenseite aus betrachtet, ist in der Regel das Mischbetharz immer günstiger, als abgestorbene Korallen oder andere schwerwiegende Probleme zu lösen. Schauen wir uns zum Schluss noch an, wie es zu einer starken Differenz der Kupfer- und Zinkwerte zwischen dem Osmosewasser und dem Aquarienwasser kommen kann. Machen wir es an einem Beispiel aus einer aktuellen ICP-Analyse deutlich. Bei dieser Analyse ist im Leitungswasser Kupfer von 374 Mikrogramm pro Liter und im Aquarienwasser 2,9 Mikrogramm pro Liter enthalten. Das bedeutet, dass der Wert im Aquarium rund 370 Mikrogramm geringer ist als im Leitungswasser. Beim Zink ist es ähnlich. Dort sind im Leitungswasser 269 Mikrogramm und im Aquarienwasser 3,8 Mikrogramm enthalten. Das bedeutet, dass der Wert im Aquarium um rund 265 Mikrogramm geringer ist als im Leitungswasser. Jetzt kommt die spannende Frage, wie kommt es zu solch starken Abweichungen? Der Grund hierfür ist, dass die Korallen einen Teil verstoffwechseln und somit dem Wasser entziehen. Nichtsdestotrotz ist es aber entscheidend, das Leitungswasser entsprechend mit den genannten Methoden aufzubereiten, um seinen Korallen- bzw. Tierbestand zu schützen, um die anfangs erwähnten Folgen unbedingt zu vermeiden. Zum Schluss mein Fazit. Langfristig führen hohe Kupfer- und Zinkwerte zu fatalen Schäden. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und freue mich, wenn du auch die nächste Woche wieder mit dabei bist. Das Team von Aquacura und ich wünschen nun einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Mahl.